mit einer weiteren Folge von der Pokémon Renegade Platinum Nuzlocke Challenge im Postgame. Mit mir, eurem Sefi, der gerade Geburtstag gefeiert hat und die 100.000 Abos. Und an der Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für die ganzen Kommentare unter den Videos, aber auch in den Kommentaren, in den DMs oder in den Privatnachrichten etc. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr so fleißig dabei wart und auch bei den Streams am Start wart. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Insbesondere für die Kommentare unter meinem 100.000 Abonnenten-Special, dem Recap. Da sind ja zwei jetzt schon draußen. Unter anderem die Rückblende oder der Rückblick der letzten 4-5 Jahre und aber auch das Best-of. Also vielen Dank nochmal für das Feedback. An der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hatte ein paar schöne Tage. Ich war draußen an der Sonne. Man sieht es. Ich habe Sonnenbrand und meine Nase schält sich und alles. Also ich hatte sehr schöne Tage und ein sehr schönes Fest und ein sehr schönes Special. Und es war einfach great. Also vielen Dank nochmal. Ich hatte schöne Tage und ich hoffe, ihr auch. Und ich freue mich auf den Content in Zukunft auf diesem Kanal. Denn wie ich im Special schon gesagt habe, das war erst der Anfang. Wir haben noch sehr, sehr viel vor uns und ja, wenn es euch, interessiert, was so passiert auf diesem Kanal. Would you lend an ear to this old man's tale, okay? Dann abonniert, denn es wird noch viel krasser Shit hier kommen. All voran, was wollte der eigentlich? Gar nichts, ne? All voran Pokémon New Snap oder New Pokémon Snap, was die Tage starten wird. Wenn dieses Video rauskommt, dann haben wir ja gestern zusammen Pokémon Snap gespielt. Und New Snap ist das nächste Projekt auf dem Kanal, was kommen wird. Und mal sehen, wie das wird. Da freue ich mich schon mega drauf. Greetings, me, I'm Shade. The darkness is compelling its shields against the harsh light of so. Würdest du gerne deine Stärke? Oh, Shadow Badge. Damn, so früh auf der Route schon? Okay. Wow. Digga, wir haben gefühlt einen Trainer besiegt. Das ist der nächste Arenaleiter. Shadow Badge. Das könnte der Geist- oder Unlicht-Trainer sein, ne? Das Ding ist. Warte mal, haben wir einen Geist-Arena-Leiter? Wir haben auf jeden Fall einen Unlicht-Top 4 gehabt, glaube ich, oder? Weil ich kann mich an ein gescarftes Hundemon erinnern und so. Aber wir hatten keinen Unlicht-Arena-Leiter. Shadow lässt schon eher auf Unlicht schließen. Die Sache ist, wir könnten zu Bratan oder wir könnten auch mit Miss Magis a.k.a. Krasavich leaden, weil wir haben den Feentypen. Right? Ich würde sagen, wir gehen mit Miss Magis rein und gucken einfach mal, was passiert. Und es ist tatsächlich ein Unlichttrainer mit Level 76er Mons. Einem Houndoom. Okay. Und dem Sandsturm. Den darf man nicht vergessen. Oh, ein Despotar wäre jetzt hier richtig sick, ne? Im Sandsturm gegen Houndoom alles resistiert. Das Problem ist, Krasavich, ich meine, seine Unlichtattacken sind nur neutral. Weil wir haben den Feentyp. Aber wir treffen ihn nicht sehr effektiv, außer mit Power Gem. Will ich einen Power Gem droppen? Oder gehen wir zu Bratan? Ich meine, das Ding ist, er könnte halt einen Feuersturm rausknallen, ne? Und das ist halt immer noch neutral. Stab, 120er Move. Und mit Bratan resistieren wir beide seine Stabs. Von daher würde ich sagen, gehen wir zu Bratan. Oh mein goodness, Digga. Overheat. Overheat. Und er hat das White Herb. Dieser kleine. Okay. Okay, das heißt, er hat gerade einen Free 140er Move rausgeballert. Ohne jetzt den minus 2 Drop zu kriegen. Nice. Ja, das sind halt Arena-Leiter, ne? Mit Competitive Items und so, whatever. Solange er nicht geschalt ist, dürfte ich ihn outspeeden? Wenn er geschalt ist, dann muss er sowieso wieder für die Feuerattacke gehen. Und wenn er nicht crittet, dann macht er mir nichts.
Und wenn wir outspeeden, töten wir ihn mit einer Superpower. Das Problem an Superpower ist... Okay, wir haben... Ja, passt. Alles gut. Dass wir jetzt auf -1/-1 sind, ne? Das heißt, wir schwächen jede Runde unseren Angriff und unsere Death. Oh mein fucking goodness, mate. Well. Warum bin ich nochmal zu fünft in den Arenaleiterkampf reingegangen, Digga? El Hombrine wäre jetzt hier genau das Mon gewesen, was wir brauchen. God diggity damn. Tesla mit 110 Death. Hallo, ich, Digga. Das Problem ist, wenn er für eine Kaskade jetzt geht, wird das Krasavich wegzimmern und er wird Temposchub haben. Das heißt, er wird uns outspeeden. Right? Oh. Ja, El Hombrine wäre jetzt so gut. Die würde vierfach den... ne, für einen Unlicht-Move geht er nicht. Der würde vierfach einfach den Wasser-Move tanken und danach mit Gigasauger oder Gigadrain sich wieder hochfüllen. Oh! Okay, wir könnten zu Gabu Gabu... Oder weißt du was? Wir können auch einfach drin bleiben. Warte mal, Bratan müsste ohne Temposchub schneller sein. Und wir sind auf -1. Aber Sharpedo ist so dünn, dass wir ihn wahrscheinlich killen. Das Problem ist, wenn er Aqua Jet hat, wir sind auf -1. Bräh, hat er Fokusgurke? Oh my goodness, oh my goodness. Ich habe zu spät an den Fokusgurke gedacht. Das hätte mich jetzt Bratan kosten können, Digga. Holy shit, zum Glück hatte der Dude keinen Fokusgurt. Okay, wir sind auf -2. -2. Ja, wir gehen raus. Und ich würde sagen zu Krasavich, weil Krasavich kann ihn sehr effektiv treffen mit einem Feen-Move. Da kommt die Psychic, die wir gut tanken. Oh, das Ding hat Leftovers. Okay. Okay. Leftover, das heißt, er kann seine Moves switchen. Will ich für den Moonblast oder für den Draining? Wir gehen für den Draining Kiss. Bro, Digga, das ist so... Ey, Digga, Krasavich, ne? Als ob... Ich meine, Spirit Home ist jetzt nicht wenig... Nicht unbulky. Well, shit. Okay. Gabu Gabu, right? Weil das Ding ist, Draining Kiss wird im Sandsturm ihn niemals killen. Er wird auf Steinkante gehen und wenn Steinkante... Ich weiß nicht mal, ob Steinkante kritten muss von dem fucking Despot auf Level 77. Um uns zu töten, Bratan wird leider neutral getroffen und stirbt instant. Tesla genauso. Das Problem mit Vision ist, dass wir ihn nicht outspeeden werden und er mit einem Knirscher nachsetzen kann. Gabu Gabu ist hier der Play. Und ich hoffe, dass der Dude kein Eiszahn hat. Und er misst die Stone Edge. Ey, wir haben wieder viel zu viel Glück, ne? Wir haben einfach wieder viel zu viel Glück, guys. So, ja, das war's. GG. Earthquake von einem Knackrack. Ist halt einfach. Irgendwann ist vorbei. Oh. Well. Ey, Digga, das Ding ist, Weavile... Oh mein Gott, shit, das ist nicht gut. Wir haben ein fettes Problem. Das letzte Weavile, was wir encountered haben, war Bandit und er hat sogar resistiert, Bratan getushottet mit Eiszapfhagel, ne? Fuck my life. Ich gehe auf Vision. Da kommt der Icy. Bro, das macht so viel Damage. Das war resistiert. Okay, der Sandsturm hat seinen potenziellen Sash weggehauen. Falls er Sash ist. Right? Ich meine, theoretisch können wir Bullet Punch haben. Ich müsste eigentlich zu Bratan. Oder?
Ist er, ey, wenn er Bandit ist, dann wäre das tatsächlich sehr gut für uns. Aber er hat uns mit... Ich heile mal Vision, einfach nur um zu scouten. Fane Attack. Okay, das ist nicht Night Slash. Well, wir hätten angreifen sollen. Fuck me. Ich hätte angreifen sollen. Wir haben Fire Fang auf Tesla, aber... Thunderbolt ist neutral, ist halt neutral immer noch stärker wahrscheinlich, ne? Damn, Bro. Feint Attack? Warte mal, Feint Attack. Ne, Feint Attack war nicht Verfolgung, oder? Feint Attack war nicht Verfolgung. Pursuit war Verfolgung, okay. Oh, come on. Ich habe eine Woche nicht gespielt. Lass mich. Digga, by the way. Ich meine, ja, es war sehr effektiv, ne? Aber 240 Defense. Digga. Wenn etwas sehr effektiv ist, macht es doppelt Damage. Bratan hat mit 109 Def weniger als die Hälfte Verteidigung. Das heißt, obwohl es sehr effektiv auf Vision ist, würde es auf Bratan mehr Damage machen. Das heißt, er hätte uns einfach gekillt. Okay, Moment. Ich muss jetzt einen Risky Play machen, okay? Ich gehe auf Gabu Gabu. Er kriegt Rauhaut und Sandsturm. Bro, dieser Damage. Wir gehen zu Vision. Nein! Bro. Warum sind diese Weaviles in diesem Spiel so ein Pain, Digga? Schon damals mit Cyrus. Ich habe gerade Vision weggeschmissen. Ich verdammter Idiot, Alter. Er braucht gar keinen Icicle Crash für einen Gabu Gabu, was halbtot ist. Warum gehe ich zu Vision? Was macht das denn für einen Sinn? Was macht das für einen Sinn, Digga? Gar keinen. Bro. Oh my goodness. Yo, ich darf nicht. Wow. Okay. Ich glaube, meine Freunde, diese Nuzlocke wird noch einmal spannend.
toll. Ich laufe in den Trainer rein. Ich glaube, meine Freunde, diese Nuzlocke wird noch einmal spannend. Denn wir haben El Hombrine und die letzte Bastion. Motherflippin' Vision verloren. Vision, quasi unser Starter, der uns vor der ersten Arena geschenkt wurde und uns seit da begleitet hat. Ich habe ihn weggeworfen wie ein schmutziges Handtuch, Digga. Das war so bad gespielt. Ich dachte, okay, ich will euch kurz erklären, was ich dachte. Oh, das kann doch nicht sein, Digga. Ich dachte, wir gehen zurück zu Vision. Er frisst nochmal Sandsturm-Damage mit Rauhaut und Sandsturm von Knackrack. Und dann würde es reichen für einen Bullet Punch, um Weavile rauszunehmen. Und wir würden rauskommen ohne Verluste. Ich meine, ich hätte ihn heilen können und hoffen können, dass wir nicht gekrittet werden, so noch ein, zwei Mal. Dann wäre es plus minus auf selbe rausgekommen, aber das war einfach so fucking bad, man. Oh, wow. Unsere Todesbox ist voll. Great, man. Great. Guckt euch diese Box an. Ey, das sind so sicke Mons, ne? Das sind alles so sicke Mons. Stellt euch mal vor, wir haben Competitive Mons des Übertodes gebraucht, um diese Nuzlocke zu bestreiten. Und wir sind noch nicht am Ende. Wie ihr sehen könnt. Ich meine, okay, fair enough. Ich muss, eine Sache muss ich sagen. Vision hat die ganze Nuzlocke durchgehalten. Er hätte an vielen Orten sterben können. Und er hat immer durchgezogen. Ich bin nicht traurig. Ich bin natürlich traurig, dass er gestorben ist. Aber let's be honest, let's be fair. Ich hätte niemals gedacht, dass er so lange durchkommt und dass er uns immer wieder den Arsch rettet. Ich behaupte, fair enough, er hat einen krassen Job gemacht in dieser Nuzlocke. Und ich meine, mit dem Ableben von Vision haben jetzt andere Mons die Chance ins Team zu kommen. Dennoch ist es natürlich fucking bitter, weil Vision war einfach das MVP dieser Nuzlocke. Nebst Pampers natürlich. Aber ja, es war trotzdem super stupid gespielt. Ihr seht, ich habe eine Woche lang keine Nuzlocke aufgenommen und solche Sachen passieren einfach. Okay. Okay, man. Ja, keine Ahnung. Schreibt mir in die Kommentare, wen wir ins Team nehmen sollen. Freunde, das sind unsere beiden Boxen, die wir haben. Ihr könnt entscheiden, aus welchem Pokémon wir auswählen und welche Pokémon ins Team kommen für El Hombrine. Ich wäre ja für vielleicht Shaymin. Shaymin habe ich noch nie benutzt, a.k.a. Sacklaus. Und was Metagross ersetzen soll, I don't know. Let's be real. Metagross kann man nicht ersetzen. Aber gut. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Sephiron.